bei mir drin sind. Ha, da war er, der bayerische Dialekt. Ja, unglaublich. Tschüss, du schöne Welt. Alter, war das gerade knapp. Jetzt riechst du diesen kleinen Wichser hoch und werd ihn ordentlich die Fresse kaputt schlagen. Suchen Sie noch heute Dr. Seth. Holen Sie sich Engorge. Er verschreibt es praktisch jedem. Dabei ist er noch nicht einmal ein echter Arzt. Wenn Sie Haupteingang des Depots benutzen, dann kommt Sie einzig und allein für den Laden. Hilf mir. Kann ich nicht. Hilf mir. Sorry, ich hab hier auch noch so. Ich sterbe. Gedöns, ja, ich auch. So, jetzt. Ich kann hier echt nicht weg. Das sind übelst viele Gegner. Ach ja, wir haben gesucht, tot verändern. Warum? Keine Ahnung, vielleicht ist es ein Gegnermeister. Also gerade ist noch so eine Assassinin rumgesprungen. Ja, dann haben wir den Quest beendet. Die wird wahrscheinlich bei dir oben gespawnt sein und die haben jetzt mittels der Massen vernichtet. Cool. Also ich muss sagen, die Knarre von vorher, die ist scheiße. Schön. Oh mein Gott. Weil es so leck wird. Auch, ja. Aber wie wir beide einfach leveltechnisch höher sind wie die Gegner. Ja, das ist. Trotzdem so verkacken. Stell mal vor, wir werden unterlevelt. Ja, dann wird sich die Frage, ob wir verkacken, gar nicht stellen, sondern. Dann wäre es einfach so. Wir wären gar nicht da. Weil es die erstbeste von echter Drohne gekillt hätte. Bleib da, komm in meine Nähe. Bleib in den roten Kreis. Na gut, dann sammeln wir mal alles auf, was hier so rumliegt. Und dann werden wir uns schnell. Warte, habe ich gerade eine Iridium-Waffe aufgesammelt? Ja, die Iridium Flare Gun. Flare. Yep, Rauch über dem Wasser. Gleich mal ausprobieren. Das ist die Glow. Ah, die macht mit Feuer. Cool. Wie geil sind das bitte? Ziemlich. 1-0. 1-1, 1-0, warte mal. Ah! Die 1-0, 1-1, 1-0 Typus von den Iridian-Waffen, die da gibt es eben die Globgun, die ist mit Säure, dann die Flare-Gun ist mit Feuer und so weiter. Cool. Und haben halt alle auch unterschiedliche Schussverhalten. Also ich glaube dann zum Beispiel, die fällt runter und hat ein Visier. Ruhe. Okay. Admiral, ich weiß nicht, ob ich Ihnen in einem früheren Leben etwas angetan habe und Sie sich jetzt rächen, indem Sie mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Ich habe Ihren Situationsbericht erhalten, den Sie mit Zaubertinte auf die Unterseite einer Törtchenform geschrieben hatten. Da stand, Katzen sind so cool. Und cool war falsch geschrieben. Ich habe mein ganzes Leben auf diese Position hingearbeitet. Ich setze Sie hiermit in Kenntnis, dass ich diese Operation von hier aus leiten und alle weiteren Rückmeldungen Ihrerseits ignorieren werde. Leben Sie wohl. Okay, ich glaube, es ist vernünftig geworden. So, was ist noch das letzte Echo-Teil? Ich renne nur schnell rein und hole das, damit wir es anhören können, und dann machen wir erstmal die ganzen Nebenquests fertig. Okay. Gut. Und ab geht die Post. Kann ich noch reden? Nee, darf ich nicht. Ja, bis ich's aufgehoben habe, kannst du noch quatschen. So viel du willst. Ja, mir ist gerade aufgefallen, die Flare Gun, die ich gerade aufgesammelt habe, die hat kein Projektil. Wie? Du schießt einfach und dann fängt 10 Meter weiter der Boden zu brennen an. Cool. Du siehst nichts fliegen. Aber das dauert halt seine Zeit, bis es rüber geflogen ist. Das ist quasi wie eine Mikrowellenkanone. Krass. Das ist schon irgendwie lustig. Das ist echt witzig. Wo bist du schon wieder? Am Leben. Ja, aber wo am Leben? Da, wo das Echo-Gerät ist, Ruhe. Ich wollte Ihnen ja keine weiteren Updates schicken, weil Sie so ein hirnloses Gehopse sind. Aber ich dachte mir, das sollten Sie wissen. Agent Athena hat mit den 4 Knallköpfen zusammengearbeitet, die unsere bulimische Albino-Kommandantin besiegt haben. Sie erinnern sich doch an Athena, oder? Sie hat vor einer Weile den zweiten Vorstand von Dahl ausgeschaltet. Oh,
Das war ja vor ihrer Geburt. Unglaublich. Was mache ich nur mit meinem Leben? Tja, ich wollte Ihnen mitteilen, ich werde einfach alle erschießen lassen. Oh, und noch was. Ich kündige. Wenn das hier vorbei ist, verlasse ich die Lands. Ich weiß, dass darauf der Tod steht, aber die Vollidioten, die Ihnen die Windeln wechseln, würden ihren eigenen Hintern nicht finden. Ich mache mir keine Sorgen, dass ihr mich auf der Rückseite von Grothic 4 aufspürt. Mit anderen Worten, tschüss. Einfach nur cool. Nächster Quest. Ja, er ist schon cool, aber dass er sein Versteck verrät. Wir haben keine Quests mehr. Außer in Road's End. Vergessene Beute. Waffenladen. Das war's? Janestown? Kernsammlung? Ja. Gerne haben wir noch keine, aber da fehlt noch ein Geschwindigkeitskern. Ein Geschwindigkeitskern, wir kriegen dann von Moxie später noch eine Quest und von Mark. Ja, okay, passt schon, dann haben wir eigentlich fast alles. Dann also nimm mal. Such Tothammer ausgenockt, dieses Weibrache Teil 2. Stell alles auf den Kopf. Nimm den Schatzsuche-Quest an. Den Schatzsuche-Quest. Gefunden. Dann müssen wir random irgendwo rumfahren und hoffen, dass wir was finden. Dass es Bling macht. Ja. Und wir brauchen einen Lancer. Ja, hier ist eine Catch Right Station. Sind wir schon an. Ja, klar, wir sind am Road's End. Ja, mal kurz sagen. Dann muss mal jeder einen Lancer, wa? Jeder? Ja. Wow. Das ist besser. Und da ist dann dieses Visier und das zeigt einem das dann an. Okay, ich hoffe, ich kenn's. Ach, super, ich hab einen Monster. Du hast einen Racer genommen, ja. Ich hab einen Lancer. So, bei mir wurde angezeigt, der ist Racer. Ist es hier? Nee. Ich jetzt mal vorbei. Ach, dieses Visier da. Wie schaut es aus, wenn ich... Ich glaube, es wird grün oder so. Ach, es geht erst schneller, oder? Ja, genau. Okay, hier war zumindest schon mal was. So grob. Und meine Karre zerlegt es mir gerade. Was ist das für eine Kacke, bitte? Wenn ich fragen darf. Keine Ahnung. Als Landstreicher her. Ich habe das dumme Gefühl, ich bin gleich tot. Ja, doch, ich bin gleich tot. Ja, ich bin gleich tot. Das kenne ich. Das dumme Gefühl habe ich auch gerade. Nehmen wir uns eine gemeinsame Karre. Was haben wir dann davon, dass wir beide zusammen sterben? Ja. Dann kriegen wir wenigstens einen Landstreicher tot, einer kann den anderen wiederbeleben und dann... Oder nicht? Also. Und außerdem kann dann einer sinnvolles Geschütz bedienen. So. Alter, ich bin nur auf 6. Spawn dir mal schnell ein Monster und kill die. Ah, Entschuldigung, jetzt. Oder soll ich dich begleiten als Schutz? Das wäre auch eine Idee. Kann du mal schnell die Landstreicher. Mal schnell. Das sind 3, 4 Stück. Scherzkeks. Irgendwie muss es doch bewegen. Autsch. Die zeigen einem übrigens nur ungefähr an, wo es ist. Mhm. Finden muss man es dann selber. Und die Landstreicher sind ganz ungefähr bei mir gerade da. Ja. Ich habe die Kiste gerade gefunden. Und ich habe gerade den Bogen gefunden. Warte, ich komme, glaube ich, vielleicht sogar wieder hoch. Ja. Ich bin Level 58. Jetzt hätte ich auch gleich. Wo ist er jetzt? Kannst du mich fressen? Warte. Ich hab das dumpfe Gefühl. Ah doch, ich hab's geschafft. Gut, einer nervt noch rum. Hilfe! Da ist der Reim schon wieder einer. Nein, war gestern. Der letzte Feiertag. Oh ja, Weihnachten ist endlich wieder vorbei. Also ich hab jetzt wieder ein Monster gespawnt. Und hatte diese Scheiß. Wie? Bin dabei. Könntest du mich bitte resten? Ja, sicher. Ich hoffe, ich kann so schnell aufsteigen. Rest im Ladescreen. Nein, Scherz. Oder das doch? Schaffst du nicht. Ich weiß nicht. Oder doch? Du kannst es nicht. Oder doch? Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht. Stirb für die Lied. Tod lebt. Ist gut, Mann. Oder doch nicht. Ich weiß nicht, bin ich dir noch sauer? Ey, du bist so kurz davor, ne? Ich hol mir den, dann kann ich das teilen. Warte, ich muss die Ecke, die will ich jetzt haben. Ich habe gerade echt nur Eridian-Waffen ausgerüstet, fällt mir auf. Rauch über dem Wasser. Smoke on the water. Wortspiel. Ah, schön. Wo waren das jetzt? War das das hier? Nein. Schönes Wortspiel. Ja, echt. Wenn man es erkennt, ja. Also wer das nicht erkennt, dann also ne. Ja, du musst halt schon mal einfach so, weil du lustig bist. Hier ist die erste Kiste. Boah, in der Waffenkiste ist interessantes drin. Mal durchschauen. Ist die besser als meine? Setzen. Im Endeffekt ist die auf jeden Fall besser. Hast du ein Auto noch? Nein. Ich spawn jetzt gleich eins. Lancer, Fahrzeug generieren. Zum Fahrzeug. Dann such mal. Die Karren sind krank. Such Carol. Du musst auf so Ecken im Boden achten, wenn du das weißt, ne? So, ich hab so gerade so einen grünen Frinsel gehabt. Ja, der sagt nichts. Oh, jetzt hab ich was. Oh, ich hab es. Gut. Hier, irgendwo. Guck mal her, hier. Nee, ich suche gerade was Eigenes. Ja, ich weiß nicht, auf was ich schauen muss. Auf eine Ecke, die aus dem Boden raushängt, die einfach nicht ins Bild passt, sagen wir es mal so. Hier gibt's laute Steine, die aus dem Boden rausragen. Ja, aber eins muss so eckig und mit so kleinen Symbolen behaftet sein. Cool. Ich weiß, es muss hier sein. Ah, da. Jetzt wieder. Weißt du jetzt, wonach du suchen musst? Ausgefunden, aber im Landstreicher hat auch mich gefunden. Ja, doch, der. Ich kann nicht. Willst du mich verarschen? Ist doch eigentlich tot. So, jetzt. Ja. Ich habe eine neue schöne SMG. Ja, und der Landstreicher, der T-Backt mich gerade. Nein! Super, so knapp. Bin hier gestorben. Ich will die Kiste öffnen. Wo bin ich jetzt gespawnt? Ach ja, hier. Scheiße. Ich glaube. Aber wenigstens ist die Karre noch intakt, kann ich mich direkt importen. Ja, und ich muss schnell zurücklaufen und mir Legends holen. Super, gleich wieder aussteigen. Hab mir die Karre zerlegt, oder wie? Stirb, du Scheißviech! Mann! Ist es unfair oder ist es unfair? Der hat noch nicht mal mehr kritische Trefferzone. Haben die immer. Nein, der hat alle drei gelben Punkte sind schon weg. Endlich habe ich ihn erwischt. Ach doch, dritte Strafe. Endlich ist er weg. Scheiß Mistviech, ey. Ohne Schmarrn. Gut. Dolores Machine Gun und. Und tschüss. Rory Machine Gun. Bist du gestorben? Jupp. Yep. Oh, uncool. Hey, wie ist das, eine Karre holen? Ist auch was. So, dann skill ich mal wieder einen Punkt auf meinen Phoenix-Skill. Also die Landstreiche, die habe ich früher immer gemacht, weil die so lustig aussehen, aber jetzt sind sie einfach nur noch zum Kotzen. Ja. So. Willkommen in meiner Welt. Ich glaube, ich bin gerade in den Tod gefahren. Cool.
gerade. Ja. Dumme Geschichte, aber du wirst lachen, wenn du hörst. Erzähl mal. Ja, ich bin gestorben. Lustig, ja. Ja. Sag mal, wie spät ist es denn? Hast du rausgetappt? Du hast rausgetappt. Nein. Ich habe nichts gemacht. Oh, meine Verbindung. Was? Ist abgestürzt? Ja, könnte man so nennen. Was geht denn jetzt? Jetzt geht gar nichts mehr. Okay, dann Abbruch würde ich es meinen, oder? Bis es gerichtet ist. Warte. Also, die Uhrzeit ist jetzt 3:10. Okay. Dann müssen wir sowieso gleich aufhören. Okay, dann, ja, würde ich sagen, nimmst du noch auf, ja, gell? Klar. Ja, Leute, laut lang diverse Probleme. Bis zum nächsten Mal. Unsere LPs enden immer abrupt und plötzlich. Ja, bis dann. Tschüss.